LOL, what, Leute? Fortnite hat mich angeheuert. Ne, für einige erinnern euch ja sich vielleicht, dass ich vor ein paar Wochen in Berlin war und nach Berlin musste. Jetzt ist es endlich bekannt, wofür und weswegen. Ne, ich durfte ein bisschen was aufnehmen, ein bisschen professionelle Aufnahmen für das Fortnite zum Frühstückformat. Und ich durfte Episode 2 moderieren als Weihnachtsmann und hab da auf jeden Fall ein paar Gedichte runtergerappt. Das bringe ich hier auf den Zweitkanal raus, deswegen schauen wir uns das gerne mal an. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut natürlich auf dem Fortnite-Kanal vorbei. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Hinterlasst denen gerne ein Like, schreibt gerne einen Kommentar und. Und schauen wir mal. Ich bin jetzt nicht nur als Clip in Fortnite zum Frühstück drin, sondern auch tatsächlich, ich bin das Frühstück. Es schneit, oh, es hat geschneit. Fortnite zum Frühstück, es ist wieder soweit. Euer tolles Feedback macht mich ganz sprachlos. Es ist wieder Zeit für ein paar tolle Highlight-Videos. Wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich bin Stan. Es war verdammt warm in dem Anzug. Nur so nebenbei. Es war verdammt warm in dem Anzug, ne? War halt ein normales Zimmer. Es war auch relativ warm draußen, glaube ich. 10 war, ne? Wann war das? Wann wurde das gedreht? Irgendwo im November wurde das gedreht. Relativ warm im Zimmer. Draußen war es auch noch recht warm, ne? Und dann musste ich dieses Weihnachtskostüm anziehen. Boah. Aber das ganze Setup, finde ich, war mega, mega nice. Also haben die sich auch Mühe gegeben. Es sah nice aus. Es ist auch alles echt, ne? Der Kuchen ist echt, der Croissant ist echt, Marmelade ist echt, der Kaffee ist echt. Alles echt, nichts fake davon, ne? Und da haben die da auf jeden Fall wirklich schön, schön, schön aufgedeckt. Und hat auch echt geschmeckt. Haben die auch echt Morgen, gutes Leute. Zeug. Ich bin Sven. Ganz weihnachtlich. Das bin ich. Verrückt. Und deswegen sage ich immer wieder, Fortnite einfach nur Ehrenmänner, ne? Fortnite arbeitet so viel mit Creatern zusammen und da kann ich einfach immer nur Dankeschön sagen für so viele Möglichkeiten, die sie mir ermöglichen. Arbeiten immer wieder mit mir zusammen und immer wieder unterschiedliche Projekte geben, ne, und laden mich ein und dafür einfach nur ein Kuss geht raus und weiter geht's. Gekleidet habe ich schon mal Frühstück serviert. Wie hat euch das Gedicht? Mein Gedicht gefallen? Schreibt mal auf jeden Fall runter in die Kommentare. Aber was ihr auch gerne in die Kommentare reinschreiben könntet, sind natürlich weitere Creator, die wir vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm haben, die wir noch nicht entdeckt haben, die ihr gerne sehen wollt. Auch natürlich gerne einen Like-Button da lassen und den Kanal abonnieren. Aber ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Highlight-Video. Habe ich nicht süß gegrinst? Video. Guck mal. Oh, zum Verlieben, oder? Irgendeine Schwiegermutter irgendwo in irgendeinem Teil von Deutschland gerade so. Ah! Steindl, danke schön für deinen 10. Monat. Boah, ich bin diesmal so gut da durchgekommen. Oh mein Gott! Er hat gedrängelt! Wer ist das mit der roten? Ich bin Erster! Was? Ja, der mit der roten, der mit Mann! Ja. Der ist so stolz auf mich. Lauf die. Oh, warte. Jetzt, Leute, oh mein. Warte mal, die Facecam. Wo packen wir die dich denn hin? Gefühlt in jeder Ecke ist irgendwo ein YouTuber. Irgendein YouTuber wird irgendwo sein in irgendeiner Ecke. Packen wir mich mal nach oben. Da klatscht auf. Sein. Ich hab nur einen Schuss. Da klatscht auf. Erster Volldamage. Army wie immer, Zerstörung. Oh, Carmex, Bro. Bro, guck dir das an. Na, woo, Baby. Okay, oh, Goldner, schön gemacht. Versuch dich zu verstecken. Sehr schön. Ja, du bist das lustig, ist der Marvel Cup. Mit Lea sogar. Lea ist auch beim Frühstück dabei. Einfach. Ja. Ich dir mal Bescheid sagen. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich dir wieder schreien, oh Mann. Gott. Gerettet. Nein! Wir sind raus! Ey, kurz vorm Ziel kann man sich doch nochmal verwandeln, so dumm gewesen. Jungs. Das ist so Millisekunden-Timing gewesen, ne? Da war ein Reifen! Mann, der tut den Reifen in die Map! 80, scheiß drauf, ich geh jetzt rein. 100 auf einen. Ihr habt das, Jungs. Craig? Camo? Ja. Harter Schwitzer am ganz, Start. Ganz entspannt geholt. Aber sehr gut. Ganz entspannt geholt. Oh. Wichtiger Kill. Sehr wichtig. Baumblau auch mal dabei. Der war aber schon vorher, glaube ich, mehrmals dabei, ne? Wie süß.
Wer ist als nächstes dran? Standard Skill? Nee, ja, nächstes ist wieder Gnu dran. Gnu und ich wechseln uns immer ab. Gnu, ich und so weiter. Das wird jetzt ein paar Wochen so laufen. Wir zwei haben die ganze Moderation gemacht. Okay, Chat. Drei Leute am Leben, noch kein Kill. Aber ich habe Damage gemacht, Chat. Ein 6. Ich habe Damage gemacht. Sympathisch habe ich Damage gemacht. Guck mal, einfach ein 200er Clip für die Montage. Ja, Hami mal, ne, auf Ansage. Guck, ich mache mal die Schockwellengranate, springe ich rüber und dann gibt's einen Clip für Fortnite zu Frühstück. Ganz entspannt, ne? Wisst ihr, was passiert, wenn ich so und denke mir, oh, guck mal, da ist ein Typen, den mache ich jetzt mit der Schockwelle. Ich schmeiß die Schockwelle, flieg über die Zone hinaus, krieg dann einen Headshot-Snap von irgendeinem Bot, der unten rumsteht von Mandalorian. Dann hat Fortnite zum Frühstück ihren Clip. Digga, ey. Das war aber nicht von den Typen in der Box, das war von jemand anderem. Bam! In your face! Der hat Spaß. Ja, wie übertrieben schlecht kann man sein? Nein. Seht ihr? Der Schuss fliegt schon. Die Geschichte. Das haben wir aber noch in einer deutlich schlimmeren Variante. Erst vor ein paar Tagen haben wir das hier nochmal quasi 10-mal schlimmer. Das war ja noch halbwegs okay, das kann man ja sagen, wirklich Pink-Unterschiede, ne? Daneben. Das Ding ist, wenn ich mit der Sniper schieße und mein Schuss auch nur einen Millimeter daneben ist und zwischen den Nüssen fliegt oder am Nippel vorbei, kann... Hat einer vergessen, was zu zensieren? So ein paar Pieptöne? Piep, 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 piep. Okay. Familienfreundlich. Ja, ist doch familienfreundlich. Was wollt ihr? Ich finde, das ist voll familienfreundlich. Das mit dem, wo du hinter der Wand stehst und trotzdem gesniped wirst, meinst du? Genau das meinte ich. Das ist ja noch harmlos. Da ist zwar ein bisschen Abstand, aber da kann man wirklich sagen, Ping. Aber das, wo wir hinter der Wand waren, das war kein Ping mehr, Leute. Das war ein Curved Shot. Das war schlimmer als jeder Wanted-Film. Kein Treffer. Der zieht gefüllt hier. Da passt noch ein dritter Kopf dazwischen. Aber ja. Also ich bin einfach, also Leute, da, Bruder. Zu dritt auf bei uns. Chef Strobel wieder. Geh auf vorne. Ist das aus dem Turnier? Okay. Headshot sniped auf Top. Ist das aus dem Turnier gewesen? Ich hab den bei euch angesniped. Oh mein Gott. Low. Oh, nice, Digga. Schön. Und Headshot snipe. Hä? Nur noch zweiter Kill. Dritter. Hami zeigt Emotionen. Was ist mit dem los? Seit wann zeigt Hami Emotionen? Aber hey, drei Kills? Nee, schlecht. Naja, ich sag ja immer wieder, Hami ist so der gechillteste Dude auf diesem gesamten Planeten. Der könnte 5 Millionen Kills machen, der würde so... Cool, nice, Match gewonnen. Ne? Aber hier hat er richtig Emotionen gezeigt, da ist Saft dahinter, aber drei Kills ist schon böse. Wo habe ich nochmal mein Medikit hingetan? Also eigentlich war es ja dort, ne? Oh. Zweiter Volldamage. Oh! Als ob, der ist ja uralt. Das ist der Skybase-Win. Das Ding ist, da ist kein Kontext. Ne, da ist kein Kontext, weil ich spiele mit der Controller, was ich sowieso nie spiele. Ne, ich spiele mit Controller, komplett abgehackte Steuerung bei mir, treffe ich sowieso nichts. Und wir haben eine Skybase gebaut, die ganze Runde. Wir waren im Himmel, das war quasi unser einziger Gegnerkontakt hier. Das ist der Kontext. Aber das wissen die Leute, die Frühstück nicht gucken, die mich nicht schauen. Ne, logischerweise. Deswegen allein schon das Aiming. Nein! Ja! Und warum ich so ausraste, ne? Das ist halt der Grund. Ich meine, man spielt zum ersten Mal mit Controller. Ich glaube, ich habe sogar auf der PS5 gespielt. Meine erste PS5-Win war das. Und dann noch der erste Skybase-Win auf der PS5. Weltweit. Ne? Und deswegen raste ich da aus. Aber dafür braucht man halt den Kontext. Oh, Digga. Voll den Schrei. Boah, er direkt auf mich drauf. Die beiden... Banden. Er entführt mich! Und ich schrei immer noch. Überschauen! Da war der Kampfschrei des Löwen, Leute. War das. Kam von den Tiefen meiner Lunge.
Seht ihr, das ist Hami. Ne, das ist nicht Hami, das ist Billy. Billy, das ist Baumlau. Aber so ungefähr reagiert Hami. Zack, macht einen Kill und das war's. Das wäre Hami so gewesen. Der ist richtig gechillt. Hä? Warum kam da der Revolver-Sound? Der hat ihn doch mit der Sniper gekillt. Haben die den Pistolen-Sound reingeschnitten? Ja, ne? Die haben den Pistolen-Sound reingeschnitten, weil unten rechts steht die Sniper. Und der Pistolen-Sound hört sich auch ein bisschen komisch an. Mein Herz, Bro. Du kannst doch sowas nicht machen mit einem professionellen E-Sportler, Alter. Raum hat ein paar Earnings schon, den professionellen E-Sportler. Der gute Fixi. Aus dem Turnier. Aus dem Turnier, die Zerstörung aus 6 Richtungen. Ich taufe dieses Buch, Leute, die Zerstörung aus 6 Richtungen. Eine Fortnite-Geschichte. Alter, Rifte. Ich kann nichts machen, Alter. Guck mal, wie viele Leute schießen gerade auf mich. Was war das? What the f***? Habt ihr das gesehen? Das haben die zensiert. Alter, das war ohne Witz. Das waren 6 Leute oder 6 Teams, die auf uns geschossen haben. Los, komm rein. Jesse auch dabei. Let's go. Toll im Radio. Mods, please. Oh. Die einzige Szene von ihr, die dreht sich mit zu tief, bitte. Oh. Nicht zu tief fliegen. Oh. Nicht zu tief fliegen. Oh. Leute, die haben die sogar die Community-Aktion im Fortnite zu Frühstück. Ihr seid auch beim Fortnite zu Frühstück dabei. Ne? Die Community-Aktion. 100 Leute in den Zero-Point haben die mit reingeschnitten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, es ist Stau. Es bildet sich ein Stau. Und da ist wieder die zweite Szene. Oh, dieser Take hat so lange gedauert. Dieser Take hat so lange gedauert. Ich musste mir so viele Croissants schmieren, weil ich schon die immer aufgegessen habe. Ne? Ihr seht jetzt quasi die paar Szenen hier von mir, was ungefähr 10 Stunden Arbeit war. Na, 10 Stunden nicht. Es waren 4 Stunden Arbeit, aber naja, die ganzen Leute haben ja auch noch die ganzen hier Tische gedeckt und so weiter. Das musste ja auch vorbereitet werden, die Kostüme und so weiter. Musste auch organisiert werden. Also insgesamt wahrscheinlich, wenn man alle Personen und alle, die dran gearbeitet haben, war das 10 Stunden Arbeit für alle. Ne, wenn man die ganzen Mannstunden zusammenzählt, für die paar kurzen Szenen. Für jeweils, ne? Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, in 2 Wochen kommt das nächste Video und da auf jeden Fall den Abo-Button. Aber es war lecker. Reinhauen. Dann werdet ihr auch benachrichtigt. Ich glaube, das war schon das zweite Croissant, was ich abgebissen habe. Und ich? Moin, Chef. Moin, Hollister. Hier ist das Weihnachtskostüm aus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nicht vergessen, in 2 Wochen gibt es das nächste Frühstückprogramm. Ne? Da kommt natürlich das nächste Frühstück, die Folge, wenn nach Plan läuft. Kann natürlich sich immer verschieben. Ich kann euch keine Versprechen machen. Ich habe keine offiziellen Release-Termine. Ich weiß nur, dass diese versuchen, alle 2 Wochen was zu releasen. Macht euch aber, ne, ihr werdet es dann auf dem Hauptkanal sehen von Fortnite.de. Deswegen gehen gerne da mal auschecken. Ich poste euch nochmal den Link hier, falls ihr da noch keinen Like-Button hinterlassen habt oder auch die mal in Schleife laufen lassen wollt. Ne? Ich lasse die mal jetzt in Schleife laufen. Einfach auf Ehrenbasis, Leute. Pushen wir mal ein bisschen das Frühstücksprogramm, weil das ist wirklich ein Format, was mit Content-Creatern erstellt wird für uns. Hat Fortnite.de ja selber nichts davon, ne? Das ist ja der deutsche Kanal nur. Bringt Fortnite an sich nichts. Gerne auschecken, würde mich freuen und bin mal gespannt, was so in nächster Zeit da kommt, ne, Leute? Ich war ja nochmal in Berlin. Und nochmal. Kommen noch ein paar Sachen auf euch zu. Kann euch leider nichts verraten, aber in den nächsten Tagen, beziehungsweise in den nächsten paar Wochen, Monaten, wann auch immer das alles rauskommt, könnt ihr gespannt drauf sein.